Hallo Leute, willkommen zurück. In einem der vergangenen Videos habe ich ja bereits mal gezeigt, wo die ganze Reise jetzt erstmal hingehen soll. Also, dass eine zufällig generierte Welt später erschaffen werden soll und auch ein paar Gegner da rein platziert werden sollen, die dann auch gegen den Spieler kämpfen sollen und auch eine Art KI, also sofort definiertes Verhalten, an den Tag legen. Das sah wie folgt aus, wenn ich auf Play drücke und meine Taste hier drücke zum Erstellen der Welt, dann wird die Welt generiert und die Gegner auch platziert, die dann sofort den Gegner auch angreifen. Ich kann mich jetzt mal hier ein bisschen schneller bewegen und da kommen auch schon die ersten Gegner und schießen auf mich. Und um mich zu verteidigen, kann ich mir auch selbst Waffen geben, erstmal hier, die dann auf die Gegner und auf die anliegenden Geschosse fliegen und diese zerstören. Wir fangen jetzt natürlich nicht gleich an, diese zufallsgenerierte Welt zu erschaffen, aber wir fangen erstmal an, hier diese Türme, die auf andere Gegner schießen, zu erstellen. Genau, und dazu legen wir direkt los und erstellen hier einen neuen Ordner, der für unsere Türme da ist, einen Tower. Und wir erstellen einen Ordner, der für die Waffen da ist. Und wir erstellen jetzt direkt die Klassen dafür. Und zwar hier über, wie bei allen Klassen, haben wir es erst über C++ Klassen. So, wir nehmen Aktor, nennen die TTM Tower CPP. So, diese erstellt und wir erstellen auch gleich die nächste Klasse und zwar die Waffenklasse. TTM, Typen, CPP und erstellen die neu. Falls beim Kompilieren hier ein Fehler auftritt, ich habe ja bereits in einem der älteren Videos gezeigt, wie man das ja fixt an der Stelle. So, nachdem jetzt die beiden Klassen erstellt wurden in CPP, machen wir daraus natürlich Blueprints, damit wir die ganz normal im Blueprint verwenden können. Gehen jetzt auf den Tower, machen Create Blueprint und wählen unseren Ordner aus, den wir gerade eben erstellt haben, in Blueprint-Ordner Tower. Ändern den Namen natürlich noch, nehmen das CPP raus und das My raus und drücken auf Kreieren. Das war Nummer 1, dann haben wir den Tower fertig, speichern den gleich. Dasselbe machen wir jetzt noch einmal, hier ist sie, für die Weapon-Klasse, die ist hier, also wir bei C++-Classes, wie unten werden die ganzen CPP-Classes angezeigt. So. Und wir haben einen Weapon-Ordner, da stellen wir den Weapon, die Weapon-CPP machen wir weg, die Weapon-Blueprint-Klasse. So. Und wir haben unsere Waffenklasse. Wir starten mit unserer Tower-Klasse jedoch. Und zwar machen wir hier erstmal eine ja, Collision-Box an der Stelle hin, nicht Box, eine Collision-Capsule. Und wir machen einen statischen Mesh dazu. Wir wollen hier dieses DV10-Root nicht haben, deswegen ersetzen wir das mit unserer Capsule und der statische Mesh, den haben wir in einem älteren Video erstellt. Haben wir TTM eine hier Tower Sphere gemacht. Die wollen wir jetzt hier wieder verwenden. Beziehungsweise eigentlich habe ich die damals extra für diesen Zweck gebaut. Die hat dieses Aussehen. Und jetzt müssen wir natürlich die Kapselkomponente von der Größe her so anpassen, dass das mit dieser Kugel etwa übereinstimmt. Und dazu machen wir die Kapsel 50-50. Und die hier machen wir ein bisschen einfach kleiner, die Kugel 0,2. Und dann sieht man, dass die Kapsel, ja, die Kapsel genau hier so drüber geht. Das passt soweit. Speichern wir erstmal. Die darf ja nicht zu groß sein, weil unser Charakter ist ja auch nicht so groß. So, das war es erstmal von dem Aussehen her schon. Da sind wir durch. Jetzt können wir zu unseren Graphen gehen. Wir löschen hier erstmal alles. Also diese Klasse ist relativ klein gehalten, weil sie im Prinzip nicht viel kann, außer ja, Schaden zu bekommen an der Stelle. Sie kann halt geschädigt werden. Das ist ja ein Turm. Und sonst kann sie nicht viel. Die kriegt ja, die kann nicht schießen. Das macht ja die Waffenklasse. Sie hat im Prinzip, ist nur ein Behälter für Waffen, der zerstört werden kann. Dementsprechend hat diese Klasse hier eine Waffenliste. Also, Weapon List.
Und da packen wir, vom Typ her machen wir das, ja, unsere neue Waffe, die wir jetzt gerade erstellt haben. Also hier nicht CPP, sondern unsere normale Klasse. Das sind Referenzen, weil wir ja hier direkt dann auch die Referenzen wollen. Und da wir nicht nur eine Waffe drin haben wollen, sondern mehrere, machen wir hier ein Array draus. Was braucht unsere Klasse noch? Ich klappe das mal hier zu. Sie hat einen Besitzer. Wir könnten jetzt theoretisch unseren Charakter hinzufügen. Aber wir machen das möglichst generisch und nehmen einen ganz normalen Actor, so dass man jedem den Turm zuteilen kann. Und die nennen wir Owner bzw. ja, Charakter-Actor, weil meistens unser Charakter oder einen von diesen Charakteren, die wir haben, dann diesen Tower besitzt. Und so wissen wir, was gemeint ist. Dann brauchen wir eine Variable is dead. Es kann ja sein, dass der Turm tot ist und das wollen wir hier einfach mit tracken. Dann brauchen wir eine Variable Integer, die unser Team definiert. Das Team ist dafür notwendig, damit der Tower weiß, zu welchem Team er gehört und ob er nun von Geschossen ignoriert werden soll oder nicht. Wenn zum Beispiel ein eigenes Geschoss den eigenen Tower trifft oder da durchfliegen soll, dann muss ja das getrackt werden, ob wir jetzt einen Tower von dem Gegner treffen oder ja unseren eigenen Tower. Und unser eigener Tower darf natürlich nicht getroffen werden. Das ist ja das Ziel dann später. Sonst würden unsere eigenen Türme sich eventuell gegenseitig zerstören. Dann ein Tower Index. Die Position unseres Towers in der Liste und in unserem Charakter. Also ein Charakter kann mehrere Tower haben und der Tower selbst soll wissen, an welcher Position er sich in der Liste befindet. Und als letztes erstmal machen wir eine Variable, die heißt ja, Unit Attributes. Und diesen Struct dafür haben wir ja schon in einem vergangenen Video erstellt. Das sind im Prinzip alles so Verteidigungswerte oder Lebenswerte, die ein Charakter bei uns haben kann. Also wenn ich jetzt hier, ich habe das kompiliert, jetzt sieht man das hier rechts, man kann hier Max Leben haben, aktuelles Leben, Lebensregeneration, die Verteidigungstypen, gewisse Auswahl an verschiedenen Attributen, die jetzt der Turm haben kann. Genau, soweit erstmal die Attribute. Jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Funktionen bzw. hier Events definieren. Da ja der Tower hier nicht viel kann, außer ja, Schaden zu bekommen und zu sterben an der Stelle, brauchen wir ja nur unser Interface wieder neu zu implementieren. Das heißt, wir gehen hier auf Class Settings und hier gibt es wieder den Interface-Bereich und machen hier unser TTM Damageable Interface hinzu und dann sehen wir schon an der Stelle, was genau wir hier zu implementieren haben, um unseren Tower die gewünschten Funktionalitäten zu geben. Und das, also einmal ein Event of Death müssen wir implementieren und ein On Receive Damage. Und hier können wir uns wieder an unseren Charakter bedienen, den wir erstellt haben. Das heißt, wir haben ja hier unsere On Damage, On Receive Damage Funktionalität. Ich mache mal hier diesen Crit raus, dass das angezeigt ist, das war ja nur zum Testen. Und ich kopiere das komplette hier und füge das hier direkt ein. Man kann es einfach kopieren. Das mache ich nochmal mit der anderen. Kopieren. Und ich nehme das, dass du tot bist, raus. Hier diese leere Print. So. Was uns jetzt wieder fehlt, ist die Change HP. Die können wir jetzt auch kopieren. Diese Klasse habe ich in den vergangenen Videos gemacht. Da könnt ihr nochmal reinschauen, falls jetzt das zu schnell für euch geht. Kopieren hier alles. Steuerung A kannst alles markieren. Steuerung C kopieren. Unsere Tower machen eine Funktion, die nennen wir Change HP. Möglichst alles ähnlich. Einfügen. Verknüpfen das hier. Und jetzt heißt das ja nicht mehr Charakterattributs, das wir haben, sondern Unit-Attributs. Ziehen das jetzt hier rein. Hier, wir ziehen das hier so raus. Zack, kann das löschen. Das hier können wir rausnehmen. So. Den Schaden wollen wir nicht nochmal anzeigen lassen. Wir haben noch keinen HP-Bar. Knüpfen das. Und nehmen hier wieder unsere Unit-Attributes. Die. So. Das ein bisschen schöner aussieht, nicht so lang. Schieben wir es ein bisschen zusammen, dann kann man das schnell besser lesen. Speichern das. Und jetzt müssen wir natürlich noch diese Funktion hier reinfügen.
hier reinziehen. Ups. So, und diese Sachen hier wieder neu verknüpfen, die nicht mehr gültigen. Das kann man rausnehmen. So. Ja, jetzt haben wir hier unseren Damage Input noch nicht gesetzt. Den müssen wir natürlich noch hinzufügen. Das heißt, wir machen hier ein Plus bei Input, ein Float, ein Damage kommen und verknüpfen das mit dem. Hier ist zwar ein Plus, aber wir kriegen ja hier einen negativen Schaden rein. Der Schaden wird ja hier berechnet. Durch unsere Funktion haben wir in der Vergangenheit auch gemacht. Und der kommt immer was Negatives raus. Können wir das hier auch noch verknüpfen? So. Und jetzt kann unser Turm schon Schaden bekommen. Und hier wird dann die Undeath-Funktion aufgerufen, beziehungsweise das Event, was ja hier ist, und dann stirbt der Charakter auch. So, das sollte soweit funktionieren. Das testen wir jetzt erstmal nicht. Das testen wir später. Genau, jetzt haben wir ja bei unserem Charakter eine Funktion, die unser Leben auch auffüllt, wenn wir starten. Also, dass wir wenn wir jetzt 100 Leben haben hier an der Stelle, dass jetzt auch hier unser aktuelles Leben, Grund HP, auch auf 100% aufgefüllt wird. Die Funktion können wir jetzt auch kopieren. Refer HP heißt das hier. Wir müssen einfach kopieren. Das ist ganz einfach. Es ist ja hier nur, dass ein neuer Wert gesetzt wird. Hier in unserem Tower. Nennen die Funktion, eine neue Funktion machen. Und nennen die Refer HP. So, ein, verknüpfen das hier miteinander. Da haben wir dann nicht unsere Attribution zu verwenden noch. Zack. Können das löschen und dann haben wir diese Funktion fertig. Wann wird die Funktion aufgerufen? Natürlich ganz am Anfang. Ich schiebe es mal hier runter. Wenn ein Event Begin Play heißt das natürlich. So. Dann wird die HP-Methode aufgerufen. Und unser Turm hat jetzt zu Beginn 100 Leben. So. Ich habe ja am Anfang erzählt, dass wir möglichst wenig Variablen vorerstellen wollen, die wir dann nicht wirklich benutzen. Deswegen machen wir jetzt noch eine Funktion, wo wir diese isDead hier auch verwenden. Die brauchen wir ja. Machen wieder eine neue Funktion und die nennen wir setTower isDead or alive. Also ist der Tower tot oder lebendig. Und die hat als Input einen Boolean und der Boolean heißt isDead. Und da wird erstmal unsere Variable gesetzt. Und abhängig davon, wie jetzt der Wert ist, soll die Kollision dieser Kapsel hier deaktiviert oder nicht deaktiviert werden. Der Tower soll möglichst nicht komplett zerstört werden, also remove später, was wir jetzt gerade gemacht haben noch. Wir haben ja hier gesagt, er soll destroyed werden, aber das wollen wir nicht machen. Wir wollen den Tower nicht, den Actor nicht destroyen, weil das kostet ja immer wieder ein bisschen Zeit. Dann muss der Garbage Collector das zerstörte Objekt dann wieder aufräumen. Dann müssen wir wieder Neues erstellen, wenn zum Beispiel der Turm wieder repariert oder ja, geheilt wird an der Stelle. Deswegen setzen wir den Tower hier auf tot. Aber er ist nicht wirklich tot, er ist nur ja, unsichtbar und die Kollision wird deaktiviert. Und wenn er deaktiviert ist, werden auch die ganzen Waffen informiert innerhalb der Waffenliste, dass der Tower tot ist und dass die Waffen nicht mehr schießen dürfen, also dass die deaktiviert sind. So, und was passiert, wenn man tot ist? Wir gehen in unsere Funktion rein, nehmen unsere Kapsel und sagen, ja, set collision enable. Das müssen wir einmal setzen. Und wir müssen setzen, ob ja, unsere Charakter set visibility, ob das jetzt nun sichtbar ist oder nicht. Es gibt noch ein anderes, das hier könnte man nehmen. Aber wir machen hier set hidden in game, set actor hidden in game hier, dass er nicht mehr angezeigt wird. Das ist einfacher zu verwenden, meiner Meinung nach. Und die Werte hier haben wir schon an der Stelle. Wir nehmen ja hier unser isDead. Wenn er tot ist, dann soll er versteckt werden. Das heißt, wir können sie einfach verbinden. Sind hier schon fertig. Und wir haben hier unsere Kapsel. Die müssen wir jetzt auch noch verbinden. Das machen wir mit einem Select. Select. Und wenn der Charakter tot ist, also true ist, dann soll keine Kollision kommen. Ansonsten soll hier unsere Query Only
gesetzt werden. So. Jetzt hier drunter machen. Activate. Deactivate. Mal kompilieren drücken. Ich habe das nochmal neu hinsetzen. So, weil ich hier das Attribut noch nicht aktualisiert habe. So, Häkchen gesetzt. So, damit sind wir erstmal soweit fertig mit unserer Tower-Klasse. Speichern das. Jetzt machen wir hier unsere Waffenklasse. Gehen in unsere Waffenklasse und wir löschen hier auch erstmal alles raus. So. Wir starten mit unserem Event Begin Play. Und hier machen wir erstmal einen kleinen Delay rein. Ein Delay von 0,2 Sekunden, bevor wir unseren Turm updaten. Wieso machen wir das? Wir geben unserem Turm jetzt die Fähigkeit, den Charakter zu sehen. Und zwar, indem wir hier eine Kollisionsbox hinzufügen, eine Sphäre. Und diese Sphäre ist im Prinzip der Radius, in dem wir Gegner suchen. Und wenn wir jetzt nicht erstmal warten, kurz bevor wir das initialisieren, dann sind alle Gegner, die in der Box drin sind, während wir spawnen oder umgekehrt werden, noch nicht erkannt. Deswegen müssen wir hier kurz warten. Ja, Erfahrungssache, sage ich jetzt mal. Wir nennen die Search Sphere, weil wir ja darin suchen. Und mal kurz überlegen. Genau, machen eine Funktion, die nennen wir Update Beepin. Und in dieser Funktion wollen wir hier jetzt diese Sphäre nehmen und setzen den Radius erstmal auf 0. Das heißt, wir haben erstmal keinen Radius. Und dann setzen wir den Radius auf den gewünschten Radius, den wir eigentlich wollen. Also hier sage ich mal 2000 als Beispiel. Dann dadurch, dass sich das neu ausbreitet, werden durch diese Overlaps, die hier geupdatet werden, dann auch Charaktere identifiziert, die schon in dem Feld existieren, die da drin gespawnt sind. Beziehungsweise wenn wir spawnen und es existieren Gegner um uns drumherum, dann werden die durch dieses Expandieren der Sphäre identifiziert und triggern unsere Events. Welche Events? Die triggern hier diese Begin Overlap und End Overlap. Die können wir gleich mal erstellen, die brauchen wir gleich. Genau, diese sind im Prinzip die Events, die wir nehmen, um unsere entdeckten Charaktere an der Stelle oder auch Projektile, wir wollen ja auch Projektile abschießbar machen, zu finden. Können wir diese Update-Waffe hier reinsetzen. Update-Typen. Und das haben wir schon mal erstmal den ersten Schritt fertig. Und wir machen hier weiter mit dem Begin-Overlap. Also was passiert, wenn jetzt ein Actor hier unsere Sphäre betritt? Wir machen eine Funktion. Die nennen wir try to add target actor und eine Variable, die nennen wir target actor list. Und hier in dieser Liste kommen nur Actors rein. Wie gesagt, wir wollen das möglichst generisch halten. Der Trick ist, bei der Entwicklung in Blueprints die Blueprints möglichst generisch zu halten, aber gleichzeitig Casts in andere Klassen, also Umwandlungen in andere Klassen, möglichst gering zu halten, weil diese Performance kosten. So, und das ist keine soll eine List sein, deswegen machen wir hier ein Array. Und diese Funktion soll hier aufgerufen werden. So, aber sie braucht hier einen Input, und zwar den anderen Actor. Das heißt, wir nehmen hier jetzt einen Input hinzu, den nennen wir Potential Target Actor. Und nehmen hier einen ganz normalen Actor hier. Und wir können jetzt den anderen Actor hier verbinden. So. Also, wenn ein Actor unsere Sphäre hier betritt, also die können wir mal anzeigen lassen, diese Sphäre hier, die ja dann 2000 groß ist, dann soll der Tower den sehen. Und zwar, was macht er dann? Es wird dann hier getriggert und ausgeführt. Und der Tower soll dann jetzt erstmal checken, hat dieser Actor das Interface Damageable implementiert. Und das testet man so. Das erste, was wir prüfen. Die Prüfung auf dem Interface kostet performance-technisch sehr, sehr, sehr wenig. Also das kann man, ist viel, viel besser, als jetzt zu checken, ob jetzt der Actor vom Typ Class beispielsweise Charakter oder Projektil ist. Wir wissen ja, unser Charakter und unser Projektil haben beide das Interface Damageable. Aber auch der Tower, das Interface Damageable implementiert. Und erst wenn das der Fall ist,
Machen wir einen Branch. Dann gehen wir hier weiter in unserer Funktion und überprüfen, ob dieser Actor, den wir hier haben, überhaupt einer von den Actoren ist, die nicht getroffen werden dürfen. Also wir dürfen ja unsere selbst erstellten Projektile nicht treffen, wir dürfen uns selbst nicht treffen und unsere eigenen Tower dürfen wir nicht treffen. Das heißt, es gibt eine Liste an Actors, die ignoriert werden müssen. Das heißt, wir machen jetzt hier eine neue Liste, könnt ihr kopieren, weil das ja auch Actors sind und wir nennen die Ignore Actor List. Ziehen die hier rein. Die ist ja nicht so groß, deswegen können wir hier einfach sagen contains, also enthält diese Liste den Aktor, den wir getroffen haben. Und wenn nicht, dann können wir hier an der Stelle weitergehen. Was wir jetzt hier an der Stelle noch machen müssten oder machen müssen, ist zu checken, ob das der Actor, den wir hier haben, auch vom selben Team ist oder nicht. Also auch unsere Waffe hat ein Team. Deswegen erstellen wir jetzt hier eine Variable, die nennen wir vom Typ Integer und nennen die Team. Und das ist eine einzelne Variable und die brauchen wir hier. Jetzt haben wir noch gar nichts erstellt, was irgendwie mit dem Team zu tun hat. Da machen wir einen Trick und zwar erweitern wir unser Interface, was wir haben. Das Interface haben wir ja hier in TTM Interfaces erstellt, klicken hier rein, machen eine neue Funktion, nennen die getTeamNumber und die gibt uns hier einen Integer und zwar diese TeamNummer zurück. Speichern das und jetzt hat jeder Charakter, also jeder Actor, der das Damageable Interface implementiert, die Anforderung bekommen, diese Funktion umzusetzen. Das heißt, wir haben jetzt hier, wenn wir auf unseren Charakter gehen, wenn wir noch offen von vorhin, auf Interface klicken, bei Interface hier eine getTeamNumber. Wir können das hier Rechtsklick machen, Implement Function drücken und hier unsere Funktion jetzt ausformulieren. Wir haben hier noch gar kein Attribut für das Team. Stellen wir deswegen Promote to Variable und sagen TeamNumber. Das heißt, jeder Charakter hat eine TeamNumber. Speichern das. Jetzt gibt es hier so einen Bug, der weiß ich auch nicht genau warum. Das ist ja, ein Unreal Engine Bug. Wenn ich jetzt hier diese implementieren drücke, dann erstellt er hier so eine neue Funktion, die kann man einfach rauslöschen und nochmal neu kompilieren. Und dann funktioniert es. Muss jetzt aber hier diese TeamNummer wieder neu setzen. Weiß ich nicht genau wieso. Speichern das. Dann gehen wir in unseren Tower. Der hat ja auch das implementiert, dieses Interface. Und sagen hier auch Implement. Kompilieren das. Weil jetzt ändert er das hier wieder so komisch. Dann können wir es rausnehmen. Und neu kompilieren. Bisschen komisch mit dieser Funktionbenennung. Können wir unser, nein, nicht Tower Index, Team. Nehmen wir das Team Number. Rein. Jetzt hat unser Tower das implementiert und unsere Waffe kriegt keinen Schaden, die braucht das nicht. Aber jetzt können wir sagen, dass wenn ein Actor kommt, get Team Number, und können wir vergleichen, equals, also stimmt die Teamnummer, die der Actor hat, mit unserer Teamnummer überein? Ja, wenn das der Fall ist, erst dann, also wir machen diese drei Checks, erst dann können wir diesen Actor zu unserer Target-Actor-List hier hinzufügen. Machen wir Add Unique, weil wir wollen den Target nur einmal hinzufügen. Wir können das jetzt hier so verbinden. Ja, so. Erst dann vergriffen wir das. Also würden man wahrscheinlich manchmal euch denken, ja, wir haben doch noch einen Actor hier und zwar unser Projektil. Den müssen wir natürlich auch noch das Team hinzufügen und das Interface implementieren an der Stelle. Machen hier Rechtsklick. Ja, man kann Doppelklick machen direkt. Ja, ist auch gut. Wir haben natürlich noch keine Funktion, die machen wir hier. Team Number. So. Kompilieren das. Kommt kein Fehler.
Und wir können jetzt hier diese Variable auch schon mal auf Expose on Span und Vegetable setzen, weil wir ja immer, wenn wir ein Projekt hier erstellen, das Team direkt definieren. Weil man soll von Anfang an wissen, welches Projekt hier zu welchem Team gehört. Speichern das und wir können wieder zu unserer Waffe gehen. So, sieht ein bisschen kompliziert aus, aber ich gehe nochmal durch. Ein Projekt hier trifft unser Sphere. Wir checken, ist das Interface damageable implementiert? Falls ja, also der Actor kann Schaden bekommen, gucken wir, ist der Actor in unserer Ignorierliste drin? Wenn er nicht ignoriert werden soll, checken wir die Team Number. Wenn die Team-Number nicht gleich ist, hier ist ein Fehler, darf natürlich nicht, ich muss unequal sein, not equal. Wenn sie nicht gleich ist, nur dann soll sie hinzugefügt werden. Weil wenn sie gleich ist, soll natürlich kein Target werden. So. Deswegen ist es mal gut, drüber zu schauen. So, das ist der Teil. Und dieser Remove ist eigentlich ziemlich einfach. Hier können wir ganz einfach unsere Target Actor List nehmen und Remove Item sagen. Wenn nämlich hier kein Item drin ist, was gelöscht werden soll, das falsche ist, dann wird hier einfach nur ein anderer Return-Wert zurückgegeben. So passt das. So, jetzt haben wir die Liste hier aktualisiert. Immer wenn jetzt ein Actor, also ein Geschoss oder ein Gegner in unsere Serie eintritt, von unserer Waffe, dann wird das hier aktualisiert, die Liste, gefüllt mit Targets. Jetzt muss natürlich noch dann irgendwie der Target geschossen werden an der Stelle. So, da das Video viel länger geht, als ich anfänglich gedacht habe, mache ich an der Stelle erstmal einen Cut und teile das Video in zwei Hälften, weil sich sonst keiner mehr anschaut, wenn das zu lang wird. Das heißt, ich werde heute einen Teil hochladen und morgen einen Teil und übermorgen den dritten Teil. Das heißt, diese Teile mit den Türmen und den Waffen geht insgesamt über drei Videos. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.